Servus, habe die Ehre. Servus, habe die Ehre. Das ist ja mal eine bayerische Begrüßung. Havi, zu dir kommen wir auch gleich. Zuerst aber sagen wir einmal Servus, Holger. Nach 5 Monaten Schufterei war es heute soweit. Holger Badstuber ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und konnte gleich große Teile davon absolvieren. Zu Beginn der Woche kehrte Jan Kirchhoff zurück. Jetzt, Holger, das sind doch Good News. Apropos Rückkehr, Douglas Costa ist genauso wie Arturo Vidal von der WM-Qualifikation in Südamerika zurück an derselben Straße. Beide zogen heute ein Programm im Leistungszentrum durch. Vorbereitung auf das Spiel in Bremen am Samstag und dem Wiedersehen mit Claudio Pizarro. Das war heute natürlich schon das große Thema in der Mannschaft. Pizza ist beliebt, vor allem auch bei ihm hier. Ja, sind gute Freunde. Es ist ein spezielles Spiel für ihn, für uns auch, weil er ist eine gute Guy, ein guter Typ. Und er ist Freund auf uns. Und Havi, wie ist das, wenn zwei, die sich kennen und auch noch mögen, aufeinandertreffen sollten? Ja, ich kenne ihn so, aber er kennt mich auch so. Es ist speziell, aber wenn Spiele starten, ist keine Freude, ist alles vergessen und wir denken nur zu gewinnen und Zweikampf gewinnen. Also, Schlawiner Pizza und Havi, die passen irgendwie ganz gut zusammen, nur aber für 90 Minuten nicht, auch wenn ein Einsatz von Pizarro nicht gewiss ist. Er kehrt ja auch gerade erst von der peruanischen Nationalmannschaft zurück. Werder verlor zwar die letzten 9 Spiele gegen Bayern und dennoch weiß jeder, was an der Weser auf das Team zukommen kann. Ja, es wird sicherlich keine einfache Aufgabe in Bremen. Ich glaube, sie haben jetzt ein paar Spiele verloren und gegen Bayern ist man, glaube ich, dann noch immer doppelt motiviert. Juan Bernat steht Pep Guardiola wieder zur Verfügung. Die Adduktorenprobleme sind passé, der Spanier zog das Training voll durch. Der FC Bayern München und die Hypo Vereinsbank setzen ihre seit 2003 bestehende Partnerschaft bis 2022 fort. Der Vertrag wurde vorzeitig und erstmals um 6 statt wie bisher 3 Jahre verlängert. Das gaben unser Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge und der Vorstandssprecher der Hypo Vereinsbank Dr. Theodor Weimer am Dienstagabend bekannt. Und unsere Frauen haben in der Champions League alles gegeben, am Ende reichte es doch ganz knapp nicht. Das 2:2 gegen Twente Enschede war nach dem 1:1 im Hinspiel zu wenig. Der deutsche Meister schied aufgrund der Auswärtstorregelung im Sechzehntelfinale der Königsklasse aus.